Aber wir fangen mal an, sonst können wir nicht aufhören. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Sendung vom Kinocast und ich begrüße heute mal einen Gast, Gästin, wie ist da der richtige, weiß nicht, Genderbezeichnung, das ist da jetzt, muss man jetzt übelst aufpassen, so. Auf jeden Fall, die Luise ist da aus dem Hauptstadtstudio, hallo Luise. Ja, Hallöchen, ist schon ewig her, glaube ich. Ja, ich glaube, den Jahresrückblick haben wir letztes Jahr auch ausfallen lassen irgendwie. Naja, natürlich ist auch mit in der Runde die Kate, hallo Kate. Hallo. Und der Chris, hallo. Hallöle. Meine Wenigkeit, der Erik, ist natürlich auch wieder am Start. Hallo Erik. Hallo, hallo. Hallo Erik. Und dies hallo, ist Erik. Dies ist die letzte Sendung vor der Sommerpause. Ihr hört uns dann mal eine Weile nicht. Also speichert euch diese Sendung ab. Dann könnt ihr die noch ein paar Mal hören oder hört ein paar alte Folgen rein. Falls ihr uns vermisst. Druckt die Wellen aus und hängt sie übers Bett. Ja, die Waveform hier. Jawohl, ja, wir fangen mal an. Wir haben viele Filme mit und die Luise ist nämlich extra mit dabei, weil sie auch einen coolen neuen Film gesehen hat, über den sie jetzt endlich reden darf, wo kein Embargo mehr drauf ist. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit unserer Sneak Preview an. Das könnte auch vielleicht was für die Luise sein. Wir hatten den Film Crawl. Hast du davon schon mal was gehört? Ah, ist um so ein Monsterfilm, Frau im Haus, Monster, Wasser, unterirdisch, irgend sowas? Ja, fast. Also Krokodile sind die Monster. Es ist kein Hai und das stört mich jetzt schon. Krokodile. Ja, du willst den Button? Du kriegst den Button. Hai-Alarm, hier ist alles evakuiert. wobei, wir haben hier keinen Hai-Alarm, sondern Krokodil-Alarm. Das Ganze spielt in Florida, wo ja die höchste natürliche Erhebung 3 Meter über normal Null sind. Das heißt, wenn da mal ein Schwapp kommt, da ist halt ein richtiger Schwapp da. Und in Florida gibt es ja auch immer mal diese Hurricanes und man hat sich da auch gut drauf vorbereitet. Chris, du warst ja auch schon mal in Florida, ne? Ja. Gibt es ja überall diese Hurricane Shelter, wo man auch im Hotel... Ich habe sogar schon einen überlebt, einen Hurricane. Ja, ich nicht. Ich war immer extra zum Spring Break da war keine Hurricane-Saison. Ja, aber das war sehr spannend. Also ich war vielleicht ein kleiner Exkurs dahin oder sprengt das heute den Rahmen? Sehr gern. Nee, mach mal. Also es war sehr witzig. Ich war mit einem Kumpel und seiner Familie in Orlando in Disneyland und der Teil meiner Familie war in der Sarasota-Bradenton-Area. Also das ist südlich von Tampa Bay. Ein ganzes Stück weit südlich. Und wir saßen halt da und dann so, ja, hier, Hurricane, und der läuft da hier rum und bla bla bla. Und ich so, geil, der läuft genau dadurch, wo meine Eltern hocken. Und am Tag vor dem Hurricane sind wir dann zurückgefahren, sind dann dort in das Haus angekommen, wo meine Eltern waren oder als der Rest meiner Familie war. Und die hatten sich schon eingedeckt mit Wasser und blablablub. Und das war auch die Anweisung, dass man Badewannen volllaufen lässt mit Wasser. Und wenn du in den Supermarkt reinkommst, gab's nur noch Wasser erstmal. Und ja, dann waren wir halt dort und in der Nacht fegte dann der, in dem Fall allerdings schon leicht abgeschwächt, zu einem tropischen Sturm abgeschwächte Hurricane über uns drüber, der dann aber nochmal an Fahrt aufgenommen hat. Das war Hurricane Irene damals. Und es ist schon ein bisschen ein gruseliges Gefühl, wenn du siehst, okay, das ist die Route, da bist du. Einer der roten Punkte könntest auch du sein. Spannend, ja. Ja, ich habe das Glück gehabt, dass mich das nicht getroffen hat. Aber ich habe überall diese Hurricane Shelter gesehen und diese Hurricane Evacuation Plans und sonst was alles. Also wenn da was passiert wäre, dann hätten die uns da auch ganz schnell irgendwie rausgeholt. Wir hatten bloß mal das Erlebnis gehabt, dass das Wetter sehr schnell gewechselt hat. Wir sind vom Hotel losgelaufen, wollten irgendwie einen halben Kilometer entfernt Pizza essen gehen. Und da hat es während der Zeit, wir sind los, strahlende Sonne. Dann nach 5 Minuten fing das an mit Schütten ohne Ende. Total nass geworden. Und als wir angekommen sind beim Pizzaessen, waren wir wieder trocken, weil da war wieder alles weg. Ja, aber wir reden mal über Crawl. Hier geht es nämlich um die Kaya Scodelario, heißt die Schauspielerin. Die heißt im Film Hayley. Die ist eine ganz tolle Schwimmerin. Die kann hier, ach, was weiß ich, die macht da bei Wettbewerben mit und ist nur ganz knapp vor der ganz großen Spitze und hat da eine Erzrivalin und sie fightet da immer und ihr Vater hat sie seit Kindertagen trainiert und als sie dann irgendwie, hat sie sich da ein bisschen auseinandergelebt mit ihrem Vater und eines Tages zieht ein Hurricane auf. Der Film hält sich auch nicht sehr lange auf mit irgendwelchen Vorgeschichten und der Hurricane zieht auf. Und sie kann ihren Vater nicht erreichen, der irgendwo in dem Haus, in ihrem Elternhaus irgendwas machen wollte.
und beschließt dann mal zu ihm hinzufahren. Und dadurch, dass sie ein paar Leute kennt dort in der Region, die da die Straßen abgesperrt haben, kann sie irgendwie durchschlüpfen. Und kommt dann in dieses Haus und sucht ihn dann und findet nur den Hund, der in der oberen Etage erstmal ist oder in der, im Erdgeschoss. Und der macht so Anzeichen, dass da irgendwas im Keller wäre. Und sie begibt sich dann unten in den Keller, wo sie dann den Vater verletzt oder erstmal im Koma oder ausgenockt findet. Und er ist verletzt und mit einem wird sie von einem Alligator attackiert, der irgendwie aus dem Dunkel da kommt. Und irgendwann wacht dann auch ihr Vater auf. Sie kann ihn da hinter so ein paar Rohre ziehen, die da unten durchlaufen. Und da kommen die Alligatoren erstmal noch nicht durch. Und der Vater sagt ihr, der Alligator muss wohl durch ein Entwässerungsrohr, was von diesem Keller nach draußen geht, wohl reingekommen sein in diese, ja, in diesen Bereich unter dem Haus. Und ja, sie haben dann das Glück, dass sie erstmal hinter diesen Rohren sind, die sie ein bisschen schützen wie so Gitterstäbe, aber das Wasser steigt halt unaufhörlich und es könnte dann sein, dass die irgendwann dann oben drüber schwimmen können und sie versuchen natürlich Hilfe zu rufen. Das Telefon liegt draußen bei dem Alligator und später kommen dann noch mehrere dazu und ja. Ich habe eine Frage. Gehen sie nicht einfach so im Keller wieder raus? Hä? Da hockt doch der Alligator, der sie eine. Kommen an dem, sie kommen da nicht dran vorbei. Der ist genau auf dem Weg zur Treppe. Und ja, das habe ich irgendwie gehört. Nee, das geht alles nicht ganz so einfach. Dramatisch. Sie kommen dann natürlich später auch irgendwann mal wieder da raus aus dem Ganzen, aber da ist natürlich alles schon sehr stark überflutet und die Alligatoren... Weil der Damm gebrochen ist. Ja, die Alligatoren, die... Nicht alles verraten. Die sind dann halt, können sich da frei bewegen. Also auch die Hilfskräfte, die da mit irgendwelchen Schlauchbooten ankommen, die werden dann attackiert und so. Ja, so wie es sich anhört, so ist es auch. Es ist ein Creature-Horror-Film, wobei das eigentlich jetzt keine Creature in dem Sinne ist, sondern halt, ja, echte Krokodile. Also wenn es Haie gewesen wären, wäre es ein richtig cooler Hai-Film gewesen. So ist halt ein Krokodilfilm. Gedreht von Alexandre Aja, der ja zum Beispiel solche Sachen gemacht hat wie The Hills Have Eyes oder High Tension oder Piranha 3D oder Horns, den wir auch sehr gut fanden. Ja, Horns war toll. Und Piranha 3D war ja auch Creature Horror, war aber eher lustig gemacht. Während hier in dem Film gibt es genau zwei Jokes. Den einen will ich nicht verraten, den anderen ist der Song, der am Schluss kommt. Da kommt nämlich See You Later, Alligator direkt in den Credits. Und da haben wir sehr gefeiert. Das war sehr lustig. Und, das hast du sehr gefeiert. Und der restliche Film hält sich ganz bewusst so ein bisschen an die an übliche Muster, aber manche Sachen macht er auch doch ein bisschen anders. Und ich fand das total angenehm, endlich mal wieder so einen richtig straighten B-Movie-Horrorfilm zu sehen. Ich hatte so einen Spaß bei diesem ganzen Film, weil der war trotz seiner teilweise etwas schlechten Effekte, die der hatte, ist ja auch mit wenig Budget gedreht. Hat er unheimlich viel Spaß gemacht, hat er Spannung aufgebaut und es waren natürlich ein paar Facepalm-Szenen drin und so, aber die fand ich dann eher lustig. Und ich mag ja solche Filme, hat mir total Spaß gemacht. Chris, dir nicht, oder? Ich find's unfassbar, was du aus diesem Stück Film, aus diesem 87 Minuten Film rausholst. Also ich saß eigentlich die hauptsächliche Zeit mit der Hand vorm Gesicht und hab gedacht, Alter, was, wie doof. Also es fängt an bei den Dialogen, die einfach nur rotzedämlich waren. Dann natürlich die Verhaltensmuster waren rotzedämlich. Ich finde es kritisch, wenn animierte Alligatoren die Hauptdarsteller an die Wand spielen. Und so war es in diesem Film auch. Also es war so, im Vorfeld hieß es zu mir, die Alligatoren sind schlecht animiert. Fand ich gar nicht so. Ich fand das eigentlich ganz angenehm. Nur, also an einer Tour... wirklich so Facepalm, weil der Film sich viel zu ernst genommen hat. Also die haben sich so ernst genommen teilweise und das ist einfach so unfassbar. Dann nimmt sich ernst und dann kommt See You Later, Alligator? Also ich weiß nicht, nee, kann ich nicht zustimmen. Ja, das ist ja genau dieser komplette Widerspruch, der dann da noch drin hängt. Ich glaube, der hat einfach für sein Publikum, wo ja anzunehmen ist, dass die das eher so abfeiern wie ich jetzt hier, hat er schon so ein Ding geliefert. Also so wie wie früher, ich habe doch den ganzen Videothekenramsch, als es damals bei uns so Videotheken gab, diese ganzen Filme, wo irgendwelche Viecher wach werden oder verstrahlt werden und dann hochkommen, das habe ich ja alles geguckt, das habe ich ja alles total aufgesaugt und deswegen, ich fand den so richtig geil, den Film, ich hatte so einen Spaß bei dem ganzen Film. Also ich fand ihn monströs daneben, weil mich, wie gesagt, weder von den Schauspielern jemand überzeugt hat, die Story ist halt
da brauche ich mal einen Bierdeckel dafür, da reicht ein kleiner Post-it-Zettel. Wobei ich jetzt noch gelesen habe, dass der tatsächlich inspired by a true alligator event from Hurricane Florence. Siehst du mal. Genau, basierend auf einer wahren Geschichte. So, und dann, was ich mich halt auch noch gefragt habe, ist, was ich mich wirklich gefragt habe, ist, dieses Ganze spielt in einem Haus und das hat unten, und man kennt doch die Häuser in den USA, und ich habe, wie gesagt, das selber erlebt, das sind eigentlich Holzhütten. Das sind alles Holzhütten, ja. Nein, dieses Haus ist natürlich neben der Holzhütte, wo oben schon Fenster eingeschlagen sind und bliblablub, hat natürlich so ein richtiges Fundament unten mit Steinen und bliblablub. Ja, okay. Und allein die Handyszene, für die Handyszene gehört der Film eigentlich gelöscht. Und der Punkt war, ich habe es, glaube zwei oder drei oder viermal sogar zu dir gesagt, wenn dem Hund was passiert, dann gehe ich raus. Ja, sag mal jetzt was oder ob dem was passiert. Ja, aber trotzdem, also wenn dem Hund, der Hund hat allein schon die Leute an die Wand gespielt und das ist echt traurig. Also, Sam Raimi hat das Ganze produziert. Der Macher von Tanz der Teufel und Spider-Man, ja. Dem Tobey Maguire Spider-Man. Aber ich glaube, er kann man es eher mit Tanz der Teufel oder. Ich habe da richtig Spaß gehabt. Also ich hatte überhaupt nicht wirklich Spaß. Ich habe echt nur gedacht. Man darf das nicht so ernst nehmen. Das ist halt wirklich so ein Trash-Film, der ganz bewusst so produziert wurde. Wenn man den nicht zu sehr überhöht, dann kann man da echt... Ja, natürlich, aber jetzt guck doch mal, zum Beispiel Sharknado. Sharknado ist kompletter Trash, aber der ist einfach witzig, weil er so bescheuert ist. Lustig gemacht, ja. Ja, weil die sich überhaupt nicht ernst nehmen. Aber hier, sie steckt ihre Hand mit der Pistole in das Maul eines Krokodils, ballert das Magazin leer und dann ist nichts passiert. Ja, aber das Zubeißen, es passiert nichts. Ja. Oder es passiert schon was, nur... du siehst es 10 Minuten später, siehst du die Wunde nicht mehr. Oder auch, wo sie ganz böse am Bein erwischt wurde. Mensch, und was passiert? Apropos, die Wunden waren echt gut. Ey. Der Vater war ja übelst verletzt, da hat er den Knochen rausgeguckt, ne? Und hat sich das dann mit so einem Gürtel wieder rangezogen. Ne? Und dann konnte er wieder sofort laufen ordentlich. Ne? Das war gut. Ja. Also, ich merke schon, das war nichts für dich. Du hast damals die untere Reihe in der Videothek hast du nicht abgegriffen. Das stimmt so nicht. Ich habe auch jede Menge von diesen Trash-Filmen gesehen und auch was weiß ich was. Aber ich fand den einfach nicht gut. Weil er hatte, weißt du, die haben wenigstens, es gibt so Sachen, bei einem Trash-Film entweder sagst du, oh Gott, wie scheiße ist das animiert, das ist so scheiße animiert, dass es schon wieder witzig ist. Okay. Oder du sagst, oh, sogar die Story hätte vielleicht mal so ein bisschen was hergegeben. Okay. Oder du sagst, boah, die Schauspieler waren ganz gut. Okay. Aber da hatte nichts, der Film. Da war weder die Story gut, noch die Animation war so, dass man sagen kann, okay, wenigstens, das ist witzig. Noch irgendwie was. Also, boah. Ich fand es gut, wie es erzählt war. Das ist auch nicht so, wie es häufig gemacht wird, dass die Monster erst so nach und nach, so erst siehst du mal so ein bisschen was oder so und weißt noch nicht, was es ist. Hier gleich, bam, zack. Du weißt sofort, worum es geht und okay, jetzt sind die da gefangen, jetzt müssen die da raus. Fand ich gut. Also, ich habe so das Gefühl, ihr seid euch nicht einig. Das ist ja auch mal ganz gut. Jetzt, das war völlig in Ordnung. Ich kann ja nicht so viel, dass Erik keine Ahnung hat. Die spannende Frage jetzt, Luise, zu welcher Seite tendierst du? Würdest du da dem Film mal einen Blick riskieren oder würdest du sagen, ach nee, dann vielleicht doch nicht? Ja, ich muss ja schon sagen, also ich mag Trash und ich mag auch diese ganzen Tierhorror-Sachen, weil ich hatte letztes oder vorletztes Jahr war ich beim Fantasy-Filmfest, habe irgendwas mit Riesenameisen in der Wüste gesehen. Oh, wie heißt super. Der? Wie ein Riesenameisen, oh, da kenne ich nur Formicula, kenne ich. Und ein altes Amiga-Spiel kenne ich auch noch. Ja, genau, der basiert auf. Genau, so heißt der. Denn der basiert auf diesem Amiga-Spiel. Oh, da waren nämlich im Abspann auch noch die Szenen aus dem Spiel. Genau, also genau, It Came from the Desert. Den fand ich super, Riesenameisen. Und ich glaube, ich bin fast mehr auf Eriks Seite, weil ich glaube, ich würde mir den auch angucken. It Came from the Desert, kurz beschrieben mit Giant and Horror Action Movie. Ja, super. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr Fantasy Filmfest. Absolute Empfehlung. Hat Spaß gemacht. Aber das Amiga-Spiel, da musste ich mir damals, glaube ich, eine 1-Megabyte-Erweiterung kaufen für das Spiel, wenn ich mich recht erinnere. Weil das hat ziemlich viel Ressourcen gebraucht. Viel in Relation. Chris, kennst du es auch noch eigentlich?
Hat so ein Amiga? Ja, sagt mir sogar tatsächlich was. Ich habe selber kein Amiga gespielt, aber trotzdem, das Spiel sagt mir tatsächlich was. Da gab es dann auch. Kumpel von mir hatte das. Da gab es dann auch ein Spoof-Remake, das hieß It Came for the Dessert. Also, es kam. Ja. It Came from the Desert, hier ist es. Von Marco Mäki Klasko. Wahrscheinlich ein Norweger oder Schwede oder so. Ja, der war auch, zumindest als wir den Film gesehen haben, war der auch mit vor Ort und hat ganz begeistert davon erzählt. Und also wir fanden den Film auch alle sehr gut. Und also jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, also ich glaube, ich würde ihn mehr angucken. Und das Ding ist, wir gehen am Montag auch mal wieder nach Millionen Jahren in die Sneak. Und der könnte uns ja auch noch begegnen. Also vielleicht sehe ich ihn auch schon morgen. Ja, da liefen einigen Sneaks. Ich gucke gerade noch hier, It Came from the Desert. Auf dem Poster siehst du die Riesenameisen und rundherum irgendwelche Motorradfahrer, die da so mit solchen Bikes da durch die Wüste fahren. Den muss ich mir mal angucken. Ja, ich gebe auf jeden Fall zu Crawl 7 Punkte. Der hat mir total gefallen. Ich mag solche Filme. Ich muss meins nochmal korrigieren. Ich habe, glaube ich, 3 reingeschrieben, aber ich gebe ihm echt nur 2, weil ich fand ihn zu mies. Okay, ich korrigiere es für muss dich. Ich korrigiere gerade. Ach so. Wie sieht es denn überhaupt aus so mit den Tipps für morgen, für die morgige Sneak und mit den Hinweis, Chris? Ja, Tipp für die Sneak 1014 am 19.8., wo ja keiner von uns anwesend sein wird. Oh. Oh. Ja, deswegen machen wir ja auch Pause, ne? Ist voller Risiko. Oh. Ah, warte mal. Wie hieß denn dieser eine? Kate, sind da irgendwelche Hinweise eingegangen? Ja, es gibt den Hinweis Die Agentin, dann Good Boys und Stuber. Stuber. Stuber war das mit diesem Uber-Fahrer. Mit diesem Uber-Ding ist das, ja. Ja, genau. Ich hätte noch einen Tipp. Killer Man. Killer Man. Da hatten wir, glaube ich, mal den Trailer angeguckt hier. Ja, den werde ich nachher mal reinschreiben. Wenn ich es nicht vergesse. Mal gucken, was dann kommt. Wenn wir nicht da sind, dann kommt bestimmt irgendwas Gutes. Wahrscheinlich. Dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen. Und da kann die Luise dann gleich mal starten. Wann hast du eigentlich den Film gesehen? Vor 2 Monaten. Weißt du da noch was davon? Ne? Also, ja, ich hatte mir tatsächlich noch ein paar kleine Notizen gemacht. Ja, wir durften den schon vor 2 Monaten sehen, weil ja der US-Start auch schon ein ganz schönes Stück her ist. Und in Deutschland, der jetzt halt jetzt erst im August rauskam, obwohl jetzt weltweit lief er halt schon überall. Es geht übrigens um Toy Story 4. Wollte gerade sagen, wir müssen noch den Titel sagen. Die Leute können doch raten, worum es geht. Spielzeug. Oh. Ich habe eine Idee. Wo die Porzellinchen, Buzz Lightyear, alle dabei? Alle dabei. Ja, genau, und, also und soll ich anfangen? Hund, oder? Der Hund ja, auch. Ja, erzähl. Ja. Ach, wussten die anderen noch gar nicht, was ich heute vorstelle? Doch, steht im Dokument. Die tun nur so. Ach so. Deine tun nur völlig überrascht. Das ist schon okay. Genau, also ich, großer Toy Story-Fan, habe Toy Story 4, wie gesagt, schon vor 2 Monaten sehen dürfen. Und muss zu dem erstmal sagen, Toy Story liegt mir mega am Herzen, also dieses komplette Franchise. Und ist ja auch so, dass Toy Story 1 der erste vollständig animierte Kinofilm war. Und Pixar hat ja damit ein Tor aufgestoßen, was uns ja jetzt schon seit mehr als 20 Jahren begleitet und in fantastische Welten bringt. Also darum ist immer Toy Story ganz viel Liebe bei mir dabei. Und Toy Story hat ja auch eine ganz einfache Formel, die er in den ersten beiden Filmen halt auch immer wieder übernimmt und der auch zum Beispiel in Pets ist mir das extrem damals aufgefallen, dass Pets 1 quasi komplett Toy Story nochmal ist, nur mit Tieren. Und also im Fall von Toy Story ist es halt wirklich immer so dieses, es kommt ein neues Spielzeug dazu in die bestehende Gruppe, dann geht ein Spielzeug verloren und alle anderen probieren es zurückzuholen. In Toy Story 2 brechen sie damit ein bisschen auf, weil da geht es dann halt eher um Veränderung und Veränderung zu akzeptieren und das Erwachsenwerden und überhaupt. Und ja, und Toy Story 3 war 2010 für mich halt auch und ist es immer noch einer der besten Pixar-Filme. Also ich habe den Film, habe da so viel gelitten und geweint und Toy Story 3 hat halt auch diese ganze Geschichte für mich komplett abgeschlossen. Und ich dachte halt so, wie soll denn das jetzt weitergehen? Und hatte halt auch eigentlich
sehr viel Angst vor Toy Story 4, weil, um vielleicht nochmal zurückzuerinnern, irgendwie die ganzen Geschehnisse um Lotso, den Erdbeerbär. und die Kinder sind ja dann in dieser Kita und am Ende ist es halt so, dass Andy aufs College geht und in einer herzzerreißenden Szene übergibt halt Andy, mit dem wir halt diese 3 Jahre halt auch erlebt haben, oder 3 Filme, nicht 3 Jahre, seine ganzen Spielsachen an die kleine Bonnie. Und dieser ganze Zyklus um diese Spielsachen und die Geschichte des Erwachsenwerden ist eigentlich komplett auserzählt. Und jetzt kommt dann so, ja, hallo Pixar, wir schmeißen Toy Story 4 in den Ring. Und man denkt sich, hä, diese Geschichte ist so perfekt zu Ende erzählt, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und ja, und es geht weiter und es geht echt gut weiter. Das kann ich schon mal Gott vorwegnehmen. Und es gibt ja diesen deutschen Titel, der unfassbar toll ist. A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Also es ist echt so mit wieder das Dümmste, was ich seit langem hören musste. Und ich verstehe es auch nicht, weil dieser Bezug, so alles hört auf kein Kommando, hat nichts, aber auch gar nichts mit diesem Film zu tun. Ich weiß nicht, wer da irgendwie nach einer Tüte in irgendeinem Studio saß und dachte, ja, wir nennen den Film genau so. Egal, sei es drum. Ihr wollt ja was zum Film hören. Und ja, also wir beginnen mit einem Rückblick, die noch vor den Ereignissen von Toy Story 3 spielen. Denn wer in Toy Story 3 gut aufgepasst hat, der wird bemerkt haben, dass Porzellinchen und auch dieser kleine grüne Rennwagen, die sind gar nicht mehr dabei im dritten Teil. Und hier wird uns halt zu Beginn schon gezeigt, was mit denen passiert ist. Und das war das erste Mal, dass ich ein Taschentuch rausholen musste, weil das ist schon eine sehr herzzerreißende Szene, wie halt die ganze Geschichte um Porzellinchen und den kleinen Rennwagen passiert. Und nach dem Opener geht's halt in der Gegenwart weiter und wir sehen halt auch die kleine Bonnie wieder, die halt mit Andys Spielsachen und ihren eigenen spielt und dabei wird leider Woody immer mehr außer Acht gelassen, da Bonnie halt eine Vielzahl andere Spielsachen hat und wir kennen aber alle Woody und sein großes Ego, haben ihn ja jetzt in den ganzen 3 Filmen kennengelernt und das gefällt ihm halt so überhaupt nicht, aber gegenüber den anderen spielt er halt diese ganze Sache so ein bisschen runter. Und Bonnie geht halt jetzt in die Schule, Vorschule und hat halt Angst halt vor dieser Veränderung, weil es für sie halt auch wieder ein großer Schritt ist, jetzt halt von der Kita in die Schule zu gehen. Und Woody merkt das aber so ein bisschen und schmuggelt sich halt in ihrem Rucksack an ihrem ersten Schultag halt so mit rein. Und in der Schule angekommen, sollen die Kinder halt irgendwas basteln. Und Bonnie findet sich so überhaupt nicht zurecht, findet keinen Anschluss, die anderen Kinder ärgern sie. Und da ist dann halt Woody, unser liebgewonnener Held, dann halt doch da und gibt ihr so ein paar Bastelsachen und Bonnie beginnt direkt an, was zu bauen und sie findet halt einen Göffel in diesen ganzen Sachen, die Woody ihr gibt und noch so ein paar kleine Wackelaugen, ein Kaugummi, Eisstiele, Pfeifenreiniger und et voilà, wir haben Forky, den wir ja auch alle schon aus den Trailern kennen. Und ich hatte bei Forky echt große Angst, dass das halt viel zu klamaukig und viel zu albern wird. Weil mit dem wird der jetzt auch sehr aggressiv halt auch geworben, um jetzt Toy Story 4 zu promoten. Aber Forky schon vorneweg, super neuer Charakter und macht so, so, so viel Spaß. Ja, und Bonnie liebt halt auch ihren kleinen Forky und nimmt ihn halt mit nach Hause. Und das einzige Problem, was jetzt entsteht, ist halt, dass Forky zum Leben erweckt und er hat eine heftige Identitätskrise, denn er hält sich für Müll. Und aber er ist halt jetzt ein Spielzeug, weil Bonnie ihn halt zu ihrem Spielzeug gemacht hat. Und allein um diese Thematik, dass sich Forky am liebsten in einem Mülleimer fühlt und nicht damit zurechtkommt, jetzt ein Spielzeug zu sein, entstehen schon so viele geile Gags und Szenen, dass man Tränen lacht. Also wirklich von diesem, ich weine im Opener, aber habe dann danach diese lache Tränen halt um alles, was mit Forky passiert, großartig. Und jetzt der eigentliche Plot ist halt jetzt, dass im Verlauf fährt Bonnies Familie halt in Urlaub und sie nimmt alle Spielsachen mit und natürlich auch ihren geliebten Forky. Und es passiert halt auf der Fahrt schon wieder ganz tolle Sachen rund um diese ganze Thematik, aber es kommt, wie es in einem Toy Story Film kommen muss, Forky geht verloren. Genau. Und Bonnie Forky ist todunglücklich. Ja, und Bonnie ist todunglücklich darüber. Und wer kommt natürlich? Woody, denn Woody probiert, Forky zurückzuholen und alle anderen probieren, Woody Zeit zu verschaffen. Und wir landen dann halt in einer Kleinstadt und in einem Antiquitätenladen. Und in dem tauchen dann noch das erste Mal die Antagonisten des Films auf und, zwinker, zwinker, alte Bekannte, die auf uns warten. Und in dieser Kleinstadt gastiert halt auch noch so ein Volksfest. Und da gibt's dann halt auch diese Plüschtiere, die ihr bestimmt auch schon im Trailer gesehen habt.
dieses Häschen und diese Ente, die halt, ich glaube, ganz viel auch mit Buzz im Trailer zu tun hatten. Und halt diese ganzen Charaktere tauchen auf. Und auch der fantastische Tuca Boone, der im Original vom zurzeit allgegenwärtigen Keanu Reeves gesprochen wird. Ja. Auch so ein awesome. Breathtaking. Ey, das ist so eine gute Kombination. Naja, und zumindest erleben wir halt in diesem Antiquitätenladen, auf diesem Volksfest, mit den ganzen neuen Charakteren, mit ein paar alten Charakteren, das Abenteuer rund um Forkys Rettung. Und natürlich auch für Woody halt die komplette Selbstfindung für ihn und noch ganz süße kleine Side-Stories. Und ich will jetzt gar nicht mehr ins Detail gehen, weil, wie gesagt, das ist ein Toy-Story-Film. Die Formel habe ich ja schon ganz am Anfang erklärt, wie das alles abläuft. Aber es ist tatsächlich so, dass auch wenn sich das wirklich wiederholt, kann man ja auch so sagen, dass man Toy Story 4 unbedingt erleben muss. Weil der Film schafft es mit einer Leichtigkeit, ein neues Abenteuer zu erzählen, indem man halt mitfiebert, lacht, weint und einfach eine verdammt gute Zeit im Kino hat. Alles ist liebevoll ausgearbeitet und sie entwickeln mit dem Szenario rund um dieses Volksfest und diese Kleinstadt so viele Möglichkeiten, dass man halt auch wieder ausbricht aus dem Kinderzimmer, dass man gar nicht möchte, dass der Film halt auch endet. Und ja, die ganze Mission um Forkys Rettung, Riesenspaß. Und es ist halt auch wieder so, gerade dem Ende entgegen, die Figuren entwickeln sich weiter. Man lernt so viel mehr über sie und auch über das eigene Leben. Und ach, es nimmt einen halt dann schon mit, dass halt zumindest bei uns in der Reihe blieb kein Auge trocken. Und ich war halt in der Pressevorführung und überall schniefte und schnaufte es. Also das ist halt auch was Pixar irgendwie mit einer Leichtigkeit schafft, dass man halt wegen ein bisschen Plastikspielzeug halt echt weint. Und aber es ist echt liebevoll weitererzählt, die Geschichte zu Toy Story 3. Und das war ja meine größte Angst, weil ich den ja so perfekt fand. Echt? Fand ich so schlecht, ey. Den echt? Ja. Ich liebe den. Der dritte ist für mich der Beste. Also bleibt doch für mich der Beste, aber... Ich merke, ich nehme heute immer so Gegenpositionen hier irgendwie ein. Aber nee, das mit diesem Typ da, mit dieser Müllanlage und ach nee, irgendwie war das da nicht so. Nee. Oh Gott, ja, und die Kralle und dann retten die... Ja, aber also vielleicht, was ich jetzt noch zu dem vierten Teil halt so als einzigen Kritikpunkt tatsächlich habe, ist, dass klar, die altbewährte Formel wird sich wieder daran bedient und dass man halt die alten Figuren wie hier Charlie, Slinky, Rex, Jesse, die kommen ein bisschen zu kurz, weil man halt jetzt so ein Potpourri an neuen Figuren hat, dass das tatsächlich ein bisschen mein kleiner Kritikpunkt ist. Aber halt diese ganzen neuen Spielzeuge, die fügen sich halt so super in den Kosmos, dass sie halt aber auch jegliches Screentime verdient haben. Also darum ist es ein bisschen schwierig für mich, aber für mich ist Toy Story 4 eine klare 10 von 10, weil das war halt alles abgedeckt und die Geschichte so in 100 Minuten erzählt und es passt so gut ins Universum. Und ja, wie schon eingangs gesagt, ganz, ganz viel Liebe für das ganze Toy Story Franchise von mir und halt auch für den vierten Teil. Also ich war mega begeistert. Wow, 10 Punkte. Ey. Ja, und jetzt ihr. Erik, für dich vielleicht noch, Tony Hale spricht im Original Forky. Forky! Tony Hale ist wer? Buster Bluff, Arrested Development. Ah, jetzt, ja. lang ist her. Ja. Der hat, das Budget steht nicht hier, aber der hat bereits 1 Milliarde eingespielt. Oh. Zu Recht. Also USA knapp 0,5 Milliarde und Foreign noch mal 0,5 Milliarde. Und jetzt startet er erstmal in Deutschland, Mensch. Ganz genau. Jetzt kommt erstmal der große deutsche Markt. Ja. Jetzt dürfen alle wir ins Kino gehen. Ja, jetzt sind ja auch Ferien und so. Gut, jetzt in Berlin gehen sie, glaube ich, schon eine Woche wieder in die Schule. Ist gleich wieder zu Ende, genau. Aber ja, es ist zumindest mal noch... Da waren jetzt überall Einschulungen und so bei uns in der Umgebung. Mich wundert's nur, dass in den USA läuft der schon seit 2 Monaten, seit Juni. Ja, genau, also ich habe ihn vor 2 Monaten gesehen, genau. Ja, 20. Juni oder so ist der gestartet. Ey, dass sie den nicht ein bisschen zeitnah hier nach Deutschland gebracht haben, wundert mich echt, weil so viel... Ich weiß auch nicht, woran es lag. Ich meine, ich war jetzt kein Fußball, also keine WM, EM oder so, also ich... Das keine machen Ahnung. Die ja eigentlich auch nur, wenn irgendwie ein starker deutscher Film hier irgendwie alles dominiert, wie damals Fuck You Goethe oder sowas, mit dem jetzt der ausländische Markt nichts anfangen kann. Wo die sagen, okay, jetzt nur für den deutschen Markt, warten wir mal ein Stück mit... Aber hier, ich weiß nicht. Ich glaube, das war hier mein Problem wegen König der Löwen. König der Löwen, aber der lief doch in anderen Ländern auch. Ja, aber
Ich glaube, die wollten ihn nicht direkt gegen König der Löwen stellen. Oder, die König haben gedacht, oh, vielleicht Leber... Aus demselben Haus, ne, quasi. Vielleicht ja, Leberkäse-Junkie, vielleicht haben die gesagt... Ja. Aber Luise, ich habe eine ganz wichtige Frage. Oh, ich habe noch einen Satz noch kurz zu Leberkäse-Junkie. Ich habe nur festgestellt, da heißt im Englischen, in der englischen Vermarktung heißt der Meatloaf Addict. So, jetzt tu. Okay. Das musste kurz. Toy Story 4, gab es einen Pixar-Vorfilm? Kann ich dir leider nicht sagen, weil wir in der Pressevorführung gab es keinen. Ja. Gibt's darum kann ich dir die Frage leider nicht beantworten, aber ich gehe ganz fest davon aus, weil es gibt ja immer einen. Ja, eben. Nee, kann ich dir leider nicht sagen. Hm. Das lässt der sich wurde uns verwehrt. Den hatten wir anscheinend noch nicht fertig. Ha. Okay. Nee, ich habe gerade gelesen, Toy Story 4, da fehlt doch was. Pixar lässt wichtiges Detail weg. Ja, da fehlt wohl, kommt ohne traditionellen Kurzfilm ins Kino. Ja. Ah, okay. Oha. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ist TZ, schon kein Bock mehr. Tageszeitung, ja. Na gut, vielleicht haben die auch gerade so einen Output mit den ganzen Sachen, dass die mit Kurzfilmen gerade... Na, nee, wir hatten ja zumindest auch Probleme wegen John Lasseter und so. Der ist ja eigentlich der Hauptmensch von Pixar und der ist ja dann jetzt nach so ein bisschen Me Too, hat er sich ja erst wie Tönnies eine Pause gegönnt und kam dann aber dann gar nicht mehr zurück. Nee, aber ist ja so, Lasseter hatte damals selber gesagt, so ja, er tritt ein bisschen zurück, nachdem die ganzen Vorwürfe kamen und dann kam er aber gar nicht zurück. Es wäre schön, wenn andere das auch so machen würden, aber egal. Geht ja um Toy Story, ist ja was Schönes. Naja, ey, das hast du uns ja total heiß gemacht hier. Ich weiß bloß nicht, wie ich den jetzt gucken sollte in der nächsten Zeit. Das schaffe ich nicht. Oder vielleicht am Mittwochabend oder so. Mittwochabend würde gehen, wenn wir wieder da sind. Naja, der wird ja noch eine Weile laufen und ihr habt ja noch ein bisschen frei und Urlaubferien. Ich bin dann ja weg im Urlaub. Urlaub, was ist das? Also, klingt ja super. Vielleicht, liebe Hörer, vielleicht hat das von euch jemand auch schon gesehen, diesen Film. Dann lasst mal einen Kommentar da und... Dann gucken wir noch mal weiter. Oh, hier hat jemand einen Film geguckt, den haben wir schon mal besprochen, aber ist egal, können wir noch mal. Heimkino. Chris, du auch noch? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das siehst du mal. Ich habe ja noch Ferien und ich nutze das. Du hättest doch damals die Rezensions-Blu-ray mal nehmen können, die ich da hatte davon. Nee, warum? Noch habe ich Sky, dann kann ich das auch da gucken. Ich mache es auch ganz schnell. Es geht um Little Italy. Ein Rezept für die Liebe heißt er auf Deutsch. Ganz hervorragend. Es ist halt, ja, wir haben, wie gesagt, es ist ein 0815 Liebesfilm. Diesmal geht es um Italiener, um Pizzabäcker. Ist jetzt nicht abwertend oder sowas gemeint. Es ist wirklich zwei Familien, die Pizzas machen. Deswegen sind es Pizzabäcker. Es geht auch um einen Pizzabackwettbewerb im Endeffekt. Hauptrollen Emma Roberts und Hayden Christensen. Bisschen Romeo und Julia dabei, ne? So zwei verfeindete. Ja, Hayden Christensen macht noch was und in diesem Film, fand ich, hat er Emma Roberts völlig an die Wand gespielt, weil ich Emma Roberts nicht überzeugend fand, aber ihn fand ich ganz cool, muss ich dazu sagen. Und ja, ist eine nette Geschichte, kann man sich mal, denke ich, anschauen, zusammen mit einer Freundin, also so ein Mädelsabendfilm oder ein Verliebtenabendfilm oder sowas. Deswegen, ich gebe ihm 6 von 10, ich fand ihn also dreimal so gut wie Crawl. Okay. Und Kate, wie fandst du den? Ich habe ihn nicht gesehen. Ach so, mit wem hast du den dann geguckt, Chris? Was? Ganz mit meinem Hund. Was haben wir denn jetzt hier entdeckt bei dir? Ich habe den mit meinem Hund geschaut während dem Frühstück. Ich gucke gerade mal, was habe ich dem eigentlich gegeben damals? Und dann hatte ich Lust auf Pizza danach, das ist das große Problem. Ich habe ihm 2, 4, 5. Ich habe 5,5 gegeben, ja. Ja, guck mal, sind wir ganz nah beieinander. Ja, mehr ist der auch nicht wert. Also, ja, er hätte... Ja, ist 0815, aber schön erzählt. Er hätte ein paar Mal irgendwie ein bisschen besser abbiegen können. Also, da ist ja dann noch so ein bisschen Drama drin, weil sie ja irgendwo in London in irgendeinem großen Restaurant und sowas, dann kommt sie zurück und ihre Familie, die da so eine Pizzeria neben der anderen hat, die wollen halt diesen Wettbewerb da gewinnen und, ja. Genau. Und dann freundet sie sich ausgerechnet da mit ihrem Sandkastenfreund an, der zu der anderen Familie gehört, ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Die Montagues und die Capulets. Aber ich nehme einfach Hayden Christensen, jegliche romantische Sachen nehme ich ihm einfach nicht ab. Irgendwie. Das konnte er noch nie. Ja. Das stimmt nicht. Wohl. Ja, guck mal, lieber, was so Neues anläuft. Kinocharts und Neustarts. Platz 10 hier in Stuttgart. Yesterday. Platz 9, die drei Ausrufezeichen.
Platz 8, ha, Leberkäse Changi, empfehlenswert von mir. Platz 7, Spider-Man Far From Home. Platz 6, Töre, Benjamin Blümchen. Aber da müssen wir ganz kurz eine Richtigstellung machen, das war ein Fake mit Benjamin Blümchen tötet wieder, ne? Platz 5, Pets 2. Platz 4, Once Upon a Time in Hollywood. Der geht noch hoch, bin ich mir fast sicher, dass der noch ein bisschen höher geht. Das soll super sein. A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Hm. Wup, wup. Ah, das mit diesem komischen Zusatztitel ist echt, Luise, ich was zu sagen. Das weil ist so typisch deutsch. Die vermarkten doch dann auch das ganze Geraffel da, dieses ganze Spielzeug für die Kinder. So könnten sie es weltweit verkaufen, wenn drauf steht Toy Story 4. Und so müssen das steht ja trotzdem Toy Story 4 drauf. Das ist doch den scheißegal. Auf dem Spielzeug? Echt? Ja. Ah, ja, ja. Okay. Muss man drauf Platz 2. Es ist halt auch dieses Dumme mit Star Wars, diese Referenz halt noch. A Toy Story, a Star Wars Story. Ich verstehe es nicht. Ach so. Ja, das ist ja dieses Dumme Story noch. Ja. Das ist ja a Star Wars Story. Und dann alles hört auf kein Kommando. Egal, sorry, macht weiter. Wenigstens haben sie das K nicht noch in Klammern gesetzt oder so. Oder vielleicht so ein Hashtag hin. Platz 2 ist Fast and Furious Hobbs and Shaw. Und Platz 1 ist weiterhin der König der Löwen. So, und was startet denn jetzt alles? Das müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen mehr erwähnen jetzt. Vielleicht gehen wir mal kurz durch, Chris, oder? Was in unserer Abwesenheit. Das am 22. 22. August die Starts. Good Boys startet. Ja. Crawl startet, darüber haben wir gerade gesprochen. Aber halt mal wirklich Tempo. Blinded by the Light. Dann Gloria. Das Leben wartet nicht, den hatten wir, gab es da irgendwie in der Sneak, ne? Den hatten wir in der Sneak, den hast du leider verpasst, den hättest du total gefeiert. So wie du, ja, Mensch. Wäre voll dein Film gewesen. Crawl Fires hättest du auch den total gefeiert. Dann I Am Mother, das ist der Netflix-Film, wo mich ein bisschen wundert, dass der bei uns ins Kino kommt, weil der läuft überall wohl auf Netflix weltweit schon. Aber ja, okay. Hilary Swank, dann Stuber, 5 Sterne Undercover. Mit Dave Bautista und Kumail Nanjiani, der ja bei Silicon Valley zum Beispiel mitspielt. Ja, das sieht ganz gut aus. Paranza, der Clan der Kinder. Das ist irgendein Drama. Ja. Eine Buchverfilmung über eine Gruppe Jugendlicher. Guck mal an. Dass der nicht in der Sneak lief, wundert mich. Das klingt aber auch so ein bisschen wie ein neues Produkt von Beefy. Beefy Paranza. Der Hosentaschen-Hotdog. Das zweite Leben des Monsieur Alain. Da, den hatten, glaube ich, einige andere in der Sneak gehabt. Da ging es wohl darum, dass da irgendwie, ja, weiß nicht, Französisch sollte basiert eigentlich lustig auf sein. Basiert auf einer wahren Geschichte. Das ist sehr cool. Da hatten wir den Trailer mal. Da hatten wir den Trailer mal besprochen, ja. Mhm. Ja. Schlaganfall-Patient und der ist so ein bisschen so, Oh, lass mich mal den nächsten basiert auf einem Automobilhersteller. Lass mich mal den nächsten noch machen. Endzeit, den habe ich ja gesehen. Den deutschen Zombie-Film, der jetzt, wo er angelaufen ist oder demnächst anläuft, der wird ziemlich gefeiert von der Presse. Und vielleicht auch, Luise, für dich als Tipp, wenn du den siehst, wurde in Jena und in Weimar gedreht und Umgebung und so. Zombie-Film. Hey, cool. Ist echt lustig. Zwei Frauen, die einzigen Enklaven, die überlebt haben in der Zombie-Apokalypse, sind Jena und Weimar. Die haben große Zäune rundherum gebaut und da fährt ein Versorgungszug. Und die beiden wollen mit dem Zug nach Jena fahren und da geht aber, der bleibt liegen und sie müssen dann zu Fuß weiter. Ja. Nach Jena Paradies? Wahrscheinlich. Basiert auf einem Comic, was ich auch hier habe, und der Film hält sich echt sehr nahe dran an dieser Graphic Novel hier, habe ich festgestellt. Selbst diese ganzen abgefahrenen Szenen, wo ich dachte, boah, wer kommt auf so einen Scheiß, ist im Comic schon drin. So, Chris, jetzt darfst du zwei oder drei machen, wie du willst. Wir machen schön weiter. Die Einzelteile der Liebe. Okay, wissen wir jetzt nicht mehr drüber, oder? Nee. Deutscher Film Artwork. Mit Zachary Quinto. Deswegen wollte ich nicht weitermachen. Mit Zachary Quinto und John Hamm. Moment, da müssen wir mal ein bisschen tiefer reingucken. Worum geht's denn? Artwork. Ein Drama. Hat Halluzinationen. Vor allem sein Bruder, der berühmte Fernsehstar John Hamm, eine irritierende Rolle spielt. Weiß nicht, was Realität und Wirklichkeit ist. Okay. Mhm. Den lassen wir aus. Was ist Iris? Iris, a Space Opera by Justice, ein Musikfilm. Oh, mit Mills Willen. Und dann kommt noch ein Anime, Lupin 3 versus Detective Conan. Du schreist jedes Mal ja und gehst nie rein. Ich weiß.
Ich bin zu alt dafür. Ich kann doch nicht kann in den Kann nie zu alt sein. Detective Conan gehen. Dann leiht hier irgendwo ein Kind aus und geht da rein. Ja, ich hatte doch zwei. Genau. Apropos, 29. August, Playmobil, der Film. Ja. Das. Danke dafür, ja. Dachte, das soll so schlecht sein. Na gut, dann mache ich weiter. Angel Has Fallen, wenn der Chris nicht mitmacht. Achso, du machst die 29. auch gleich. Ach Gott, wir haben doch ein bisschen Sommerpause. Wir rushen da mal schnell durch. Oder wir machen nur die, bis Oktober alle Filme, oder? Oder wir machen nur die wichtigsten. Nee, bis die ersten Septemberwoche. Angel Has Fallen, das ist quasi von Olympus Has Fallen und London Has Fallen der nächste Teil. Ja, mit Morgan Freeman und Gerald Butler. So. mein Lotterleben, alles Bingo mit Flamingo. Das ist von derselben Agentur, die den Titel Toy Story alles hört auf kein Kommando. Du hast doch nur darauf gewartet, dass ich den machen darf. Deswegen hast du schnell weitergemacht mit Caroline Kebekus. Kebekus, ja. Ein Film, der mich interessiert, ist tatsächlich Late Night mit Dings hier, wie heißt es? Emma Thompson? Ach ja, hier steht's ja. Da spielt die nämlich so eine Late Night Moderatorin. Und da kommt dann diese indische Schauspielerin dazu, gespielt von, das steht bestimmt auch hier, Mindy Kaling, genau. Und die sollte es ein ganz bisschen auffrischen, hat halt wirklich ziemlich coole Ansätze und so weiter. Also sah der Trailer extrem gut aus, den merke ich mir vor. Okay, dann kommt noch die Agentin und die Agentin ist, Achtung Spoiler, Diane Kruger. Nix für mich. Mit Martin Freeman. Obwohl bei diesem einen Film, da war sie ja echt gut hier mit den NSU-Sachen. Ja. Aber muss ja nicht alles gut sein. So, das lassen wir mal aus hier. Ich glaub, was? Nein, Little Monsters lassen wir doch nicht aus. Bist du verrückt? Little Monsters ist der Zombie-Film, den wir letztens hatten. Letzte Woche haben wir über den Trailer gesprochen und gesagt, hey, wir freuen uns drüber. Okay. Jetzt sagt Erik, oh, lass mal aus. Hab ich vergessen. Ja, ja. Little Dann Monsters. Mach du Zombie. Den mal. Paradise Hills, den hattet ihr letztens in der Sneak, ne? Mit der Uma, die auf die Insel kommt und da sind lauter Mädchen, die so High-Level, so VIPs, die da irgendwie wieder zurück in die Gesellschaft entlassen werden sollen, dann quasi gereinigt. So, und dann geht's weiter im September dann, 5. September, da kommt S, Kapitel 2. Guck, woher soll ich jetzt wissen, wie schnell du springst, Mann? Dann kommt noch Diego Maradona. Ja, der Honiggarten. Ich glaube, das war's Hot dann, Air oder? Mit Steve Coogan, Neve Campbell, Tyler Russell, Mackenzie. Hot Air. Hot Air. Hot Air, wo kommt auch der her? Hot Air, findet man da was? Uns kommt ich finde es übrigens echt traurig, du hast einen Film vorher übergesprungen, den ich echt genannt hätte. Ja, dann, wo habe ich dich denn? Nenn die doch. Geschichte über Lieb. Geschichte? Ist das ein Mundartfilm oder was? Melodram trifft auf Heimatfilm und über allem steht die Liebe. Ein Film aus Überreich. Eine Geschichte über Leer. Ach so. Naja. Einer läuft noch an, Anfang September, und der Zukunft zugewandt mit Alexandra Maria Lara und Robert Stadlober, wo das wahrscheinlich so ein bisschen DDR-mäßig sein soll. Ja, ich glaube, das lassen wir dann. Der läuft auch noch gut gegen Nordwind, da verteile ich doch die ganze Zeit die Filme, die Bücher. Das sah der Trailer gar nicht mal schlecht aus, ich glaube aber, für dich wäre der wieder nix. Ich habe gedacht, bei gut gegen Nordwind geht es um Blähungen, aber das ist okay. Nein. Sind wir durch soweit mit unserer kleinen Vorschau für während der Sommerpause, was da so anläuft. Dann haben wir noch einen Trailer, den ich hier reingepostet habe in unsere Gruppe. Sorry, Luise, den konntest du jetzt nicht sehen, aber vielleicht hast du ihn ja schon irgendwie geguckt. Ist okay. Und zwar heißt der Tenet, der neue Christopher Nolan-Film. Und Strange. Ja, ist echt irgendwie sehr, sehr kurios, dieser. Also, ich weiß nicht. Ist das wirklich ein Film oder ist das eher so Mercedes-Benz-Werbung? Ich habe auch gedacht, ist das jetzt eine Werbung, die jetzt vor dem Trailer kommt? Oder nee, das ist der Trailer. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Sag doch kurz, worum es geht. Es geht darum, dass eine Stadt, das spielt irgendwie 1888 oder sowas, und da ist eine Stadt und ein kleines Mädchen rennt durch die ganze Stadt. Eine Hexe kommt. Und dann siehst du halt, wie eine Frau mit zwei Jungs, wahrscheinlich sind es ihre Söhne, auf dem wahrscheinlich allerersten Automobil, das es gibt. Ja, das ist die Frau Benz, das kommt ja am Anfang. Da lang fährt. Und dann geht irgendwie Sprit aus und dann versucht sie halt in der Stadt irgendwie Sprit zu kriegen. Und alle so, eine Hexe, wir müssen irgendwas gegen sie tun. Und sie versucht so die Leute von sich fernzuhalten. Nee, warte mal, ich glaube, das ist der Fall. Irgendwie so.
Jetzt ist, glaube ich, der falsche Trailer hier verlinkt. Da ist der falsche. Weil du dich vor albern hast, haben wir jetzt den falschen Trailer angeguckt. Weil hier steht nämlich in der IMDb, the project is an epic revolving around the world of international espionage. Das klingt nicht so wie der Trailer. Ja, also irgendwas ist hier der Fall. Ja, Moment, da gibt's. Aber komm, Erik, einmal mit Profis. Da ist der falsche Trailer. Halt, Jungs. Aber es stand unten drunter die ganze Zeit der Trailername. Ja, den kann man ja selber eintragen. Da hat uns jemand, sind wir einem Hoax aufgesessen hier. Wir. Ja, auf jeden Fall, ja, witzigerweise, ohne jetzt den richtigen Trailer zu sehen, gesehen zu haben, habe ich gestern einen Artikel darüber gelesen. Und zwar gibt es schon die ersten Vermutungen, dass es bei Tenet um einen zweiten Teil von Inception handelt. Gäbe es wohl Andeutungen im Trailer. Keine Ahnung. Hat irgendein Reporter ausklamüsert, indem er den Trailer zerlegt hat. Ja, genau. Und diesen, ob das jetzt stimmt? Und diesen Teaser-Trailer, den wollte ich nämlich eigentlich verlinken, aber ich habe hier nur so lauter so Clips gefunden auf YouTube, wo halt irgendwelche Leute über den Trailer reden und der dann irgendwie mal kurz gezeigt wird und ich wollte einfach den reinen Trailer, aber ja, und dann hast du irgendwie falschen Link gepostet, Auto-Werbung gemacht. Weil der ist ja irgendwie mit Kenneth Branagh und so, das stimmt ja nicht. Okay, vielleicht finden wir noch den richtigen zum Verlinken, dann werde ich das im Dokument verlinken, ansonsten oder du schneidest es raus. Bis wir wieder da sind. Das lassen wir drin. dann war das dazu. Sonst, wir hatten ja in der letzten Sendung gesagt, dass wir vor der Sommerpause mal ein bisschen so einen kleinen Rückblick machen wollen. Das bisherige etwas mehr als ein halbes Jahr, was uns so gefallen hat, vielleicht an Filmen und Serien oder so. Und also ich habe bei den Filmen habe ich mal 5, Top 5, und bei Serien habe ich 2. Sind die Top 5, müssen wir die auch nach 1 für den allerbesten? Oder das können wir sagen, keine Top 5. Die 5 sind alle ziemlich gut. Ja, und ich kann mich nicht entscheiden, welches der beste war. Pass auf, jeder nennt jetzt mal seinen fünften. Bei mir wäre das Mid-90s, okay, weil mir der sehr gefallen hat. Dieser Skateboarder-Film. Luise, kennst du den eigentlich? Ja, habe ich auf Amazon geguckt. Da ist der jetzt verfügbar. Ja, genau, der. Und war was für dich, oder? Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme reinzukommen, und weil ich hatte mir irgendwie was anderes vorgestellt, also von der Story her, weil ich hatte viel darüber gehört und dachte irgendwie, die Story ist ein bisschen anders, aber dass ja dann doch dieser reine Skater-Film ist und dieses Coming of Age. Aber als ich dann so drin war und dann akzeptiert habe, dass es doch anders ist, als ich gedacht habe, fand ich ihn auch echt gut. Okay. So, ihr beide, was habt ihr, oder wer möchte weiter? Kate, was hast du für einen Film 5? Ich habe auf dem 5. Platz Escape Room. Ja, aus der Sneak, ja? Weil ich den echt gut fand. Ja, warum nicht? Ich habe den richtig gefallen. Also, ich will den auch nochmal sehen, und deswegen kam der jetzt auf meine Liste. Ja, gut. Ja, war überraschend gut, fand ich auch. Chris, ja? Dein 5. Bei mir auf 5 ist Longshot. Ah, ja, der kommt bei mir. Oh, ja, okay. Der kommt bei mir auf, gesehen, Scheide. Der kommt bei mir auf 4, deswegen kann ich ja auch gleich mal mit was dazu sagen, genau. Fand ich auch gut. Hatte ich ja damals erstmal deine Kritik gehört und habe mir dann auch angeschaut. Hab versucht, nicht ganz so euphorisch da reinzugehen, um nicht enttäuscht zu werden, aber der ist halt echt gut. Ja. Ja. Platz 4, Kate, das hast du auf 4 weiter. Ich habe auf Platz 4 Ralph Breaks the Internet. Okay, der ist bei mir nicht drin. Ja. Ich fand den der so hat's cool bei mir auch nicht geschafft. Mit den Disney-Prinzessinnen, ich fand den so gut. Ah, nee, den fand ich irgendwie nicht so. Ach, der war zwar cool, irgendwie von allem ein bisschen mehr drin, aber so richtig so der Drive hat's nicht so. Nee. Bei mir ist auf Platz 4 The Dead Don't Die. Das dachte ich mir, dass der bei dir irgendwie auftaucht. weil ich den einfach unglaublich hart immer noch feiere. Den habe ich leider auch verpasst. Cool. Luise, kennst du den eigentlich mit Bill? Nee, war das nicht Bill? Bill Murray. Bill Murray war dabei, ja. Mit Adam Driver und keine Ahnung wer noch. Ja. Habe ich leider nicht gesehen, ich habe ihn verpasst. Also wir wollten den gucken, aber dann lief er immer zu blöden Zeiten und dann leider verpasst. Ey, aber Leute, Adam Driver, ja. Also seitdem der da hier bei Star Wars, sucht er sich echt gute Rollen. Ich habe den letztens wieder in irgendeinem anderen Film gesehen, wo ich dachte, Logan Lucky Black Clansman zum Beispiel. War ja, Black super. Clansman, ja. Oder Logan Lucky. Nee, irgendein Trailer war das, so wo ich dachte, boah, was hat er denn jetzt wieder ausgesucht, ey? Ja, also der macht vieles richtig gerade. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Platz 3. 4.
Jetzt kommt drei. Nee, ich muss noch meine drei oder was? Oder habt ihr alle jetzt schon die drei? Ich weiß gar nicht. Also auf drei ist bei mir Godzilla, King of Monsters. Alter. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Vor allem ich bin überrascht, dass da nicht Crawl kommt. Vor allem der Kinobesuch mit den drei Japanern, die da eine Reihe hinter mir saßen. Ey, oh, herrlich. Wir haben echt Spaß gehabt. So, bei mir kommen auf Platz 3 zwei Filme. Geht es? Darf ich das machen? Nein, das gibt's nicht. Muss ich entscheiden. Ach Mann, ich muss mich jetzt, ich muss mich jetzt entscheiden, welchen davon ich besser fand. Na, sag mal beide und wir entscheiden dann, welcher besser ist. Entscheiden für dich. Also, es ist beides mal Spider-Man. Es ist einmal Spider-Man Far From Home und einmal Spider-Man in New Universe. Aber ich überlege noch, welchen ich besser fand. Das Problem war bei New Universe. Ja, aber da ist dieses blöde Schwein und dieses blöde Schwein finde ich so doof. Das war doch gerade lustig. Nein. Also und Far From Home war halt so dieser Twist, den ich eigentlich schon fast hervorgesehen habe. Das war irgendwie so, der war schon gut, aber. Also wenn ich mich jetzt entscheiden würde, wäre wahrscheinlich A New Universe auf Platz 3, weil der einfach anders war. Von diesem Comic-Style und so. Rutscht dann der andere jetzt nach oben oder es fällt da raus? Nee, der rutscht dann raus. Ach Quatsch. Ja, der fällt ja dann raus. Ja, dann kann er ja nicht so gut gewesen sein. bei mir auf Platz 3 ist Yesterday. Warte mal ganz kurz noch, ich wollte noch einen kurzen Satz. Also bei mir hat Spider-Man, ich habe gerungen, ich habe überlegt, ja, also wenn, dann hätte es auch Spider-Verse reingeschafft in meine Top 5, aber letzten Endes hat es keiner von den beiden geschafft. Ja, Yesterday bei dir auf 2 ja. oder 3? Auf 3. 3. 3. Ja, der ist bei mir weiter oben. Jetzt? Ja. Ja, irgendwo zwischen Godzilla und Crawl kommt halt Yesterday. Der ist bei mir, okay, ich sag's mal, der ist bei mir auf 1, Yesterday. Nee, du musst jetzt erstmal deine 2 sagen. Ja, aber jetzt haben wir ja gerade von Yesterday gesprochen und der ist bei mir halt Yesterday auf 1. Yesterday ist bei mir nicht mal in der Liste. Also der ist bei mir auf 1. Bei mir hätte es auch nicht reingeschafft. So gut gefallen, so ein toller Film. Ja. Also sind wir jetzt bei 2? Ja. Auf 2 ist bei mir Schneeflöckchen, den ich ja auf Amazon Prime geguckt habe und der mich so überrascht und so gut gefallen hat. Der ist einfach, ich habe ihn letztens wieder geguckt, ich habe ihn nochmal geguckt. Hat mir echt gut gefallen. So ein rundes Ding. So cool. Oh, schöne Überraschung. Gut gedreht. Geiles Drehbuch. Gute Darstellung. Herrlich. Okay. Bei mir ist auf Platz 2 Endgame. Bei mir ist Platz 2 Spider-Man Far From Home. Den ich immer noch sehr gefeiert habe. Endgame, den ich immer noch ein zweites Mal sehen möchte. Ist bei mir nicht drin, weil das irgendwie zu offensichtlich gewesen wäre. Deswegen habe ich den extra mal rausgelassen. Nein, ich habe ihn extra reingemacht, weil er einfach, der fand ich... einer der rundesten und spaßigen und so ein schönes End, das packt das einfach so ein schönes Ende rein und so, das musste schon mit rein. Also der hat mich auch so bildlich so beeindruckt. Also da sitze ich im Kino und ich so, wow, geil. So, deswegen ist er bei mir auf Platz 2. Ja, meine 1 habe ich ja schon gesagt, ne? Yesterday. Ja. Ja. Was habt ihr auf 1? Captain Marvel. Oh. Avengers Endgame. Okay. Wie überraschend. Endgame ist bei dir 1. Ja, Endgame ist bei mir 1, weil wenn ich einen Film mal wieder, nach langer Zeit mal wieder eine Blu-ray vorbestelle, muss das was heißen. Wenn ich Szenen auf YouTube angucke, wie zum Beispiel hier Avengers Assemble und immer noch Gänsehaut dabei bekomme und alles, dann wurde da brutal viel richtig gemacht. Ich habe halt Captain Marvel reingenommen auf 1, weil ich A, den Film mega geil fand, ich Brie Larson für die Rolle sehr feier und weil er diesen 80er-Charme so toll transportiert hat. Das hat einfach Spaß gemacht. Bei mir hat Captain Marvel leider in der Nachbetrachtung sehr, sehr verloren irgendwie. Also je weiter ich weg bin von dem Kino, also der Kinobesuch war geil, hat mir super gefallen und der Film und alles und währenddessen, aber man kennt das ja, dann ab und zu fällt einem mal wieder der Film ein und man denkt drüber nach und irgendwie verliert er bei mir immer mehr, je weiter ich davon weg bin von dem Kinobesuch. Jo, dann sind wir soweit durch mit dem Kinofilm. Luise, hast du noch irgendwas, was dir so spontan in den Sinn kommt, wo du sagst, ja, oh, das haben wir jetzt total vergessen, das war jetzt hier in dem ersten Halbjahr? Nö, also ich hätte jetzt auch alle, die ihr genannt habt, also jetzt ohne ein Ranking hätte ich auf jeden Fall Spider-Verse genannt, Toy Story 4, klar. Und auch Endgame, Spider-Verse, ja, also die drei auf jeden Fall. Und dann hätte ich vielleicht nochmal bei den Oscar-Filmen geguckt, ob da jetzt noch irgendwas dabei war, was mich nachhaltig noch beeindruckt hat. Aber ja, Green Book, das wäre es auch.
Naja, Green Book ist bei mir ein bisschen durchgefallen. Aber aus anderen Gründen. Weiß fand ich auch sehr gut. Weiß. Ja, stimmt, Weiß fand ich auch richtig gut. Also der ist auch bei manchen nicht so gut angekommen, aber wie hieß denn dieser Börsenfilm, den der auch schon gemacht hatte? Den fand ich ja nicht so gut. Big Short, meinst du? Ja, genau, The Big Short. Und den fand ich halt gut und ich wusste am Anfang gar nicht, dass es derselbe Regisseur ist. Und dann dachte ich beim Weiß gucken so, Mensch, der hat ganz schön was von The Big Short. Und dann, deswegen. Alright. Aber, und ich fand auch, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen hattet hier, Der goldene Handschuh. Nee, hatte ich noch nicht. Der soll sehr abgefahren sein. Der ist auch sehr brutal und auch sehr eklig, aber halt, wenn man halt immer sagt, für einen deutschen Film, obwohl ich das gar nicht so finde, den fand ich auch richtig gut, hatte dann auch nochmal das Bedürfnis, das Buch zu lesen dazu und halt dieses ganze Kranke hinter dem Film und dass das halt auch alles auf wahren Begebenheiten und dass man dieses Haus, wo dieser Typ da gewohnt hat, der da die Frauen gehalten hat, wie auch immer, dass es ja jetzt immer noch in Hamburg gibt und auch die Kneipe, der goldene Handschuh, das macht es dann irgendwie noch ein bisschen unheimlicher. Dass du das halt alles in Hamburg jetzt noch sehen kannst und dass das so passiert ist. Aber goldene Handschuh fand ich halt auch echt gut, ist aber auch nichts für schwache Nerven. Nichts für mich. Da hatten wir mal den Trailer angeschaut hier. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dieser abgefahrene. Ja, der Trailer ist ja sogar noch ganz witzig gemacht mit den ganzen komischen Leuten da aus der Kneipe, mit ihren ganzen Spitznamen und so. Aber der Film dann an sich ist halt schon echt, dass man manchmal auch weggucken muss. Also wirklich. Ja, zwei Serien werfe ich mal in den Ring, die ich neu entdeckt habe im ersten Halbjahr, die mich umgehauen haben. Einmal How to Sell Drugs Online Fast und The Boys. Stimmt. Ja. Das war The Boys ist nicht bei mir auf der Liste. Ich habe, aber How to Sell Drugs Online Fast habe ich total aus den Augen verloren. Aber ich habe drei aufgeschrieben, eigentlich sogar vier, wobei ich mit der vierten gerade erst angefangen habe, deswegen ist es schwierig zu sagen. Also bei mir ist auf Nummer 1 Love, Death and Robots. Das war einfach geil. Das hat einfach Spaß gemacht. War das jetzt im ersten Halbjahr? Doch, Fühlt sich das schon so weit weg an. Ja. Und Dark Staffel 2. Ja, war auch gut. Die war der Wahnsinn. Ich habe es immer noch nicht ganz geschafft, sie durchzugucken, weil sie so ist. Aber ich muss unbedingt fertig gucken. Und auf Platz 3 habe ich als Fangirl halt, ne, Veronica Mars. Yay! Immer, egal. Ach so, die neue Staffel. Ah, okay. Ja, natürlich. Also die ganze Serie und der Film. Alle. Endlich die vierte Staffel. Chris, hast du Serien oder? Ich möchte an dieser Stelle sagen, im Dokument steht hier, vielleicht suchst du jeder fünf Filme raus und Kate und ich drei Serien. Ich wurde ausgeschlossen aus der Seriensache, deswegen bin ich eigentlich schon ein bisschen beleidigt. Ja, du kannst gerne Serien nennen. Ja, das ist sehr nett von dir, dass ich das darf. Vielen Dank, dass ich doch noch teilnehmen darf. Weil ich hätte nämlich dann auch Love, Death and Robots genommen. Deswegen ist da ein Fragezeichen dahinter. Kate und ich drei Serien. Ach so, ja. Fragezeichen. Oder ja. Wenn du auch was hast, gerne, aber... Für mich die größte Ankündigung für Serie, auf die ich mich freue, ohne sie gesehen zu haben, Rick and Morty Staffel 4. Ja, das Wir reden hier von gesehenen Filmen, nicht von Serien. Nicht von ich habe die Ankündigung dafür Serien. Gesehen für die Serie. Das sollte eigentlich schon im April kommen, ne? Das ist eine Sauerei eigentlich hier. Ja. Dass das so lange dauert. Das dauert so lange mit dem Zeichnen. Es geht auch heutzutage schneller. Das lässt man doch in China irgendwo zeichnen. Das geht auch fix. Ja, und How to Sell Drugs Online. Fast. Natürlich auch sehr cool. Auch hast sehr du die cool. geguckt, Luise? How to Sell? Habe ich geguckt. Natürlich konntest du ja auch irgendwie so an einem Wochenende so durchgucken. Weil ja, nur eine halbe Stunde, 8 Folgen. Das war ey, so geil. Easy peasy. So geil. Aber hier bei Eric Hese Boys. Ja. Da hättest du eigentlich am Dienstag bei Fortsetzung Folgt dabei sein müssen. Ich weiß, aber ich habe die anderen zwei ja nicht geguckt gehabt. Die fanden es ja alle schlecht. Ach, die echt jetzt? Ich habe das so am Rand mitgekriegt, irgendwie Annemarie und auch Alex, alle so, bin fast eingeschlafen, 2 Punkte oder so. Ich dachte, was ist da los? Ach du Scheiße, ey. Also Eric, du musst da unbedingt nochmal was zur Nachbesprechung dann beitragen. Ich muss da doch mal wieder teilnehmen und da mal ein bisschen Qualität reinbringen. So sieht's aus. Also ich fand The Boys auch gut, wobei ich das Ende der Staffel nicht so geil fand. Hä? Ich habe erst 4 Folgen gesehen, nur. Das Ende war geil. Nein, Ende fand ich auch doof. Ende fand ich total. Also, ich fand, The Boys hatte sehr viel von Brightburn, so ein bisschen, ja. Von dem Film. Ach, jo. Mensch, das war schon das erste Halbjahr. Nein. Sommerpause naht. Chris und ich werden dann nächste Woche Dienstag auf der Gamescom sein und
den Tag davor und danach noch ein Stückchen in Köln unterwegs und auch im Aqualand. Vielleicht treffen wir Aquaman. Aquaman, jawohl, Aqualand. Deutschlands oder fast Europas größte oder gefährlichste Wasserrutschenanlage. Also den Dieb würde ich gerne mal treffen. Hm. Schauspieler. Und also wer uns zufällig trifft, ich habe ja mal ein Foto auf Instagram gepostet, was ich für ein Shirt anziehen werde. Wer uns da anspricht, dem, für den habe ich was dabei, ein kleines Fan-Package, nehme ich da ein paar coole Sachen mit. Genau, mal gucken, ob uns da jemand erkennt. Ansonsten, ja, könnt ihr uns auch irgendwie kontaktieren, wenn ihr da irgendwo in Köln vielleicht seid oder in der Umgebung, dann, ja, vielleicht trifft man sich ja irgendwie zufällig mal. Ja, dann sind wir eigentlich so weit durch, oder? Ich guck mal ganz kurz bei Amazon. Achso, bei Amazon, die haben jetzt irgendwie meine, ich habe ja mehrere Webseiten und so weiter und die wollten das jetzt irgendwie mal ein bisschen zusammenlegen mit diesen Affiliate-Codes. Das heißt, wenn ihr vielleicht unseren Affiliate-Code irgendwie gespeichert habt als Link irgendwie in eurem Browser, damit ihr immer, wenn ihr was einkaufen wollt, uns was Gutes tut, dann müsstet ihr den jetzt mal bitte aktualisieren. Und zwar ist auf kinocast.net auf der rechten Seite dieses Amazon Shopping Widget oder wie sich das nennt, und da müsstet ihr einfach diesen neuen Link dann nutzen, der da irgendwie generiert wird oder so. Der alte funktioniert halt nicht mehr. Also ihr könnt natürlich bestellen, aber es kommt dann halt nichts bei uns an. Aber es haben anscheinend schon welche genutzt. Zum Beispiel hat jemand bestellt, ist das 11-22-63 hier, diese Serie um den, ich glaube, Kennedy Assassination da. Fand ich ja auch ziemlich gut. Rise of the Gladiators, ein UK-Import, ne Blu-ray, DVD. Und Friedhof der Kuscheltiere auf Blu-ray. Vielen Dank an alle, die sich hier wiedergefunden haben. Mal gucken, wie viel es dann sind, wenn wir wiederkommen aus dem Urlaub, ob da jetzt eine riesenlange Liste ist und wir jetzt reich sind und quasi hier aus goldenen Tassen trinken können oder so. Wir hatten auch bei der, ich hatte ja ein bisschen rumgefragt, was so eure Top-Filme waren des ersten Halbjahres. Ich hatte da auch eine Insta-Story gemacht und irgendwie, ich dachte eigentlich, ich bin technisch halbwegs fit. Da haben mir Leute geantwortet auf die Insta-Story, aber die Antworten sind jetzt weg. Ich weiß nicht, wo ich die finde. Auf jeden Fall aus meiner Erinnerung, jemand hatte gesagt, fand Mac ziemlich lustig von, was war es noch? Da war es irgendwas, was ich nicht jetzt komme ich nicht mehr drauf. Nee, aus der Erinnerung wird das halt einfach nix. Die Steff hatte was geschrieben. Ach so, nur ein kleiner Gefallen. Hatte sie damals im Kino gesehen. Nachdem der Trailer ganz oft vor der Sneak lief, wollte sie den unbedingt sehen. Sie hat so etwas erwartet wie Gone Girl oder Girl on a Train. Allerdings war der Film dann doch ganz anders und sie gibt aber 7,5 von 10 und sie gibt uns den Hinweis, dass da kein Pipi-Kaka-Humor drin ist, Chris. Ja. Ja. Und habe ich auch auf Amazon. Ja. Ja, Amazon Prime. Und der Steff, ihr. Ich ja letzte Woche vorgestellt. Ja. Der Steff, ihr Film-Highlight war Green Book vom ersten Halbjahr, also auch Oscar-Kandidat, Gewinner, keine Ahnung. Und ihr schlimmster Film war Beach Bum. Den hatten die ja in der Sneak, wo ich gesagt hatte, wenn der bei uns läuft, gehe ich raus. Also ist auch woanders anscheinend nicht so gut angekommen. Und haben wir Glück, dass der Kelch an uns vorübergegangen ist. Super Goofy hat noch kommentiert, dass er gemerkt hat, er hatte überhaupt noch keine Filme geguckt. Ich frage, wie kann man ein halbes Jahr überhaupt überleben, ohne einen Film zu gucken? Also da muss man ja irgendwie völlig, also nur Serien vielleicht, okay. Ich hätte da eine Challenge für dich, Erik. Nö, ein halbes Jahr ohne Filme muss nicht sein. Nö. Ich gucke nochmal, ob ich das jetzt irgendwie bei Insta, wenn jemand auf eine Story geantwortet hat. Ich dachte, das ist dann auch in diesem Briefkasten drin, aber offensichtlich nicht. Nee, ist leider nicht. Also kann ich jetzt nicht beantworten, was hier die Leute geschrieben hatten. Aber es war mit Sicherheit sinnvoll. Dann, nehmt mit uns Kontakt auf, schreibt uns Nachrichten übers Kommentarfeld, liked uns auf Facebook, auf Twitter, sagt weiter, dass es diese Sendung gibt, empfehlt uns weiter, hört uns auf Spotify und auf allen möglichen Plattformen, bewertet uns, wo ihr uns bewerten könnt. Und gehabt euch wohl, liebe Hörer, nutzt die Zeit zur Erholung. Ja, wir kommen wieder, lasst den Podcast abonniert.
Und euch allen vielen Dank fürs Mitmachen. Danke, Luise, dass du auch mal dabei sein konntest. Das ja, war schön, hat. Nach Ewigkeiten mal wieder dabei zu sein. War ja eine ganz flotte Runde heute, aber ja. War sehr schön mit euch. Wir sind immer flott hier. Muss mal wieder reinhören. Naja, aber zu viert eine flotte Runde. Wir machen mal ein Special über Hai-Filme, über Creature-Filme, genau, über Tier-Horror-Filme, genau. Genau, guck dir die Ameisen an. Die Ameisen, ja, das ist vorgemerkt, das habe ich schon hier. Ja, Kate, Chris, euch vielen Dank fürs Mitmachen. Dann sehr bis gerne. Bald. Tschüss. Bis morgen, Erik. Ciao. Bis morgen. Macht's gut. Ciao. Bis bald im Kinocast.